Ja, liebe Leute, wir sind zurück mit Pokémon Schwert. Und heute geht's dann endlich in den Hirschenwald. Ja. Let's go. Apropos, let's go. Nächstes, danach geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli. Der zweite Teil, den wir noch übrigens fehlt nach Pikachu. Fehlt mir jetzt hier noch. Genau, wir sollen uns die Pilze mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar folgendem Grund, wenn wir da dran gehen, für eine gewisse Zeit leuchten die und zeigen uns ein bisschen den Weg. Es gibt natürlich grüne Pilze, da passiert nicht viel. Es gibt aber natürlich auch diese roten Pilze. Und da kann es passieren, dass uns ein Pokémon anspringt. Und zwar ein Dämon. So. Du hast wenigstens Lust vorne. Ich will natürlich erstmal dieses Dämon hier mitnehmen. Ich habe gute Bälle dabei. Oh, bitte. Okay. Weil hier aus diesem Ball im Gegensatz zum anderen Teil kein Spiel zu holen. So, na gut, dann machen wir es weiter. Natürlich kann ich das jetzt nicht, weil wir ihn nicht angreifen. Sondern ich versuche so zu fangen. Aber dieses Dämon hat irgendwie keine Lust, sich fangen zu lassen. Deswegen werde ich mit Gigasauger mal kurz ein bisschen gegenhalten. Okay, das war zu viel. Tschüss, Dämon. Aber es gibt schon eine Möglichkeit, um anzufangen. So, jedenfalls, wie gesagt, es kann passieren, dass sich hier noch Pokémon dahinter verstecken. Und auch Items. Weil dieses Item, hier ist noch ein Dämon, genau. Es kann auch passieren, dass hinter dem grünen Pilz sich da noch irgendwie was versteckt. Das Nummer. Und dieses Dämon möchte gerne in unserem Pokéball übernachten. So, einen weiteren Eintrag bekommen. Weil Film wir super zahlen lernen, okay. Brauchen wir nicht. Ja, ich bin mir sicher. Und wir kriegen jetzt den einfach für Dämon bekommen. Nicht viel. Aber das ist kein Teammitglied. Brauche ich nicht. So, dann gehen wir hier rüber. Hier steht noch ein Koch. So, ist er da Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Ja, das, was ich gerade eben gesagt habe. So. Ein Küchenchef. Und der kommt mit einem Mukumi. So, ich gehe jetzt mal auf Gigasauger, das könnte reichen, aber nicht. Zauberschein, okay, jetzt sollte aber nicht effektiv sein, oder? Okay. Gut. Dann gehe ich nochmal drauf mit Gigasauger. Und meine KP wieder zurück. Ja. Ein Fluch von Ocknachtol. Okay, Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der andere ein Geist-Pokémon ist. Ja, das hat auch folgenden Grund. Es gibt zwei verschiedene. Wie normal an dem Pokémon ist, vielleicht man kann ja auch Fluch werden. Dass dann pusht sich nur die Angriffswerte. Die Angriffswerte und noch einen Spezialangriff hoch. Bei dem Geist-Pokémon ist es ein bisschen was anderes. Da legt ein Fluch auf ein gegnerisches Pokémon, zieht sich quasi selber die Hälfte der KP ab. Und versucht das gegnerische Pokémon, das dann pro Runde. Ich weiß gar nicht, wie viel 20%, 25% der jeweiligen KP verliert, also ein bisschen was. Ich bin aber so kein Fan von selbstverletzenden Attacken, deswegen nehme ich es nicht ins Moveset. Und jetzt werden wir das nächste neue Pokémon kennen, was wir hier fangen, was ich auch gerne fangen möchte, weil ich euch was zeigen möchte. Nämlich Vatalite, jedenfalls ein Geist-Pokémon. Fee ist, was nur Geist ist, das weiß ich nicht. Aber ich versuche mal, ob ich da entfangen kann, weil ich habe auch ein Entwicklungs-Item. Dieses Pokémon kann sich dieses Entwicklungs-Item, was wir da im Pack hinter dem Haus gefunden haben, als wir die Kiste gesucht haben. Ich habe gerade 4 Folgen. Als wir es gefunden haben.
weiterentwickeln. Die Teekanne, kann das sein? Mittlerweile ist schon wieder ein bisschen was raus. Als ich nicht hier. Da bin ich einfach wieder gekommen. Also, wenn wir wieder gekommen sind, ist man dann. Weil ich andere Dinge im Kopf hatte, momentan. Passiert das halt. Deswegen habe ich ein bisschen vorbereitet. Und deswegen hat das auch die letzten Tage am Sinn. Also, bevor ich die Aufnahme-Session gestartet habe. Ich habe mir keine Pause zwischendurch gegeben. Aber jetzt geht's hoffentlich regelmäßig weiter. Deswegen darf ich nichts, dann kann ich noch nichts. Geht auch irgendwann hoffentlich bald weiter mit Ghostbusters Wildlands. Aber jetzt erstmal das war von Pokémon gelegt. So. Okay, hier komme ich nie weiter. Das ist einfach, was ich da oben habe. Es gibt einen anderen Weg, wo es geht. Weiteres neues Pokémon, der Pencilbook. Da, oder Amazon. Nein. Wir haben es noch nicht. Ich sehe uns die Weiterentwicklung von Dämon. Es gibt auch eine dritte Geschwindigkeitsstufe, die lernen wir auch noch irgendwann kennen. Ich glaube in der nächsten Arena. Ansonsten eine Weile später. Also wer mein anderes als letzte Pokémon schick gesehen hat, der weiß wann. Aber wir werden jetzt erstmal hier mit dabei sein. Also wir brauchen diese Vision dann. Die. Jetzt sehe ich noch alles zum Gedulden. So, ich versuche dieses Pokémon zu fangen. Und das ist es gerade hier mit gelungen. So, 33 ist ein kleiner Bot. Und da wir das noch nicht haben, gibt es den nächsten Eintrag. Und ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind. Sind wir mittlerweile über 100? Nö, noch lange nicht. Aber es gibt ja noch ein paar Pokémon zu fangen. Es gibt auch hier Fatalität und wie auch immer und Lamelux. Also die Pokémon, die wir alle noch unbedingt fangen wollen, müssen, können. Moment, gerade. Ne, hier waren wir schon. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter und sammeln dieses Item ein. Das ist nämlich ein Superheiler. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja. Und dann kommen wir zumindest an das Item da oben ran. Hier ist eine Großwurzel. So, was haben wir hier? Oh, ein Flauschring. Flauschling haben wir tatsächlich schon. Also damit wäre das jetzt. Da war ich ein bisschen zu schnell mit dem Bällchen. Das ist egal. Brauchen wir nicht. Aber wir haben bitte 5 gefangen. Und ich will Wunschtraum einsetzen. Und damit glaube ich heilen. Ist mir leider egal. Ich brauche es nicht. Tschüss. So. Da haben wir die 2 Trainer. Die lasse ich jetzt gerade nochmal nebenbei liegen. Denn irgendwo ist nämlich noch ein Item. Und zwar hier, und zwar die TM24. Schnarcher! Übrigens kann eingesetzt werden, nur wenn das gegnerische Pokémon. Ich will die Arena, die beiden Trainer mitnehmen. Ich will nur die Items hier nochmal einsammeln, kurz. Und zwar hier die Hypertränke. Okay, dann geht das hier oben nicht weiter. Das müssen wir gleich machen. So, Sackgasse. Gut, rein theoretisch würde es hier zu Ende gehen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne die Trainer noch mitnehmen. Ich möchte gerne noch die. Ich glaube, ein Item fehlt uns noch. Und mir fehlt dieses eine bestimmte Pokémon noch. So, ich nehme jetzt mal die beiden Trainer hier mit durch den Doppelkampf. Wir sind mit einem von Galas Zügen gekommen. Das ist in unserem Leben. Ich begegne mit dir etwas ändern wird. Ich finde Eisenmann einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Naja, weil so viele Pokémon Menschen letztendlich sie reinpassen. Oh, ich komme gerade, weil ich die beiden falsch umgesprochen habe.
Aber einfach die Tauschen von seiner Meinung, egal. Ein Wutproben-Pärchen ist es mit Bulnona und Kelia. Okay. Ja. So, Duflor. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wenn ich jetzt ins Kampf schicke. Das ist jetzt Duflor. Okay. Dann nehme ich Inteleon rein. Und Sandkampfwalze. Ist natürlich super. Sandgrab gegen Bulnona. Ich wollte auf Dampfwalze gehen, aber da habe ich alle getroffen. Wäre natürlich nicht so prickelnd gewesen. So, du fängst natürlich erstmal mit einem Eschern an. Klar. Und du gehst auf Süßstrahl. Okay, ist beides eher unwichtig gerade. Dafür gehe ich auf Sandkrank gegen Bulnona. Das kriegt sich das ab, okay. Bulnona ist schon mal in so einem Cup gefallen. Das heißt, es verliert, glaube ich, einige Runden sein KP. Dann gehst du auf Aquabelle weiter. Und du gehst auf Dunkelklauer gegen Kirlia. Müsste normal effektiv sein, eigentlich. Ja, wir nehmen das noch down. So, das haben wir noch kurz Ärger machen können. Und dann die Suche. So, du gehst jetzt mal weiter auf Südral. Oh, ist ja gleich nicht gut. Okay, ich dachte irgendwie, dass das ein bisschen was ausgleichen war. Gut, der PvP-Typ. Aber schau mal nicht. Und damit ist dieses Mutproben-Pärchen erledigt. Das ist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, den ich eine Chance habe. Oh, mit einer Bahnfahrt, dass ich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Jo. So, die haben mich mitgenommen, die zwei. Gut, dann können wir da oben weitermachen. Ich finde, dass wir noch keinen. Moment, nicht weiter? Ja, nee. Ja, hier waren wir schon, okay. Die haben wir schon mitgenommen, die Ecke hier. Okay, jetzt scheinbar doch noch da weiter. Weil da oben ist doch eine TM und die will ich auch noch nehmen. Dann bist du hier noch dabei. Und zwar Madame Eleanor. Madame Serboy. Ich weiß nicht, ob du die Psycho bist oder ob du beides bist. Darmbaum auf jeden Fall drauf. Jedenfalls kommst du mit Kameradschaft. Das ist ein Angriff, glaube ich. Ja. So, weiter mit Gigasauger, da ich aber auf Dings gehe, auf spezielle Angreifen, juckt mich das ehrlich gesagt nicht, was es da gerade tut. So, erstmal den Gigasauger auspacken. Und jetzt gibt es noch Säuselstimme. Säuselstimme sollte eigentlich nicht wieder ziehen, okay. So, dann ist das ja wohl erstmal Geschichte. Und die nächste Attacke. So, jetzt sind die Kämpfe raus. Weil ich kämpfe gerade nicht brauche, ich bekomme zu später ein Käfer-Pokémon noch dazu. Und sie hat noch ein weiteres Servul. Mit einer männlich. Jetzt muss ich gerade gucken, ob das zweite oder die weibliche Form davon ist. Also, dass es da einen Unterschied irgendwie gibt. Ich habe da sozusagen drauf geachtet. Nein, es ist weiter. Das zweite ist auch männlich, damit ist es sehr egal. Und wir gehen auf Präzisionsschuss. Ah, fast. Hat sogar fast gereicht.
So, Aqua Valley. Und das ist jetzt endgültig erledigt. So, dann entwickelt sich sowieso erst auf Level 48. Ich gehe davon aus, dass wir die Entwicklung nicht mehr miterleben. So, Moment, ich wollte ja hier durch, ne? So, was haben wir hier? Ah, das ist das Belzebub. Okay, das hatten wir ja schon uns mitgenommen. Wir sind kommen. So, das Item haben wir schon mal länger gesehen. Das ist ein Klumpen Leuchtmoos. Okay. Die Frage ist, ob ich... Warte mal, ich gehe mal hier gerade weiter. Ja, und hier oben ist das Item. Und zwar ist es die TM 56 Kerzenblitz. Diese TM, die wir gerade vergessen haben. Also die Attacke dafür. Gut, dann hätten wir es zumindest auch für die Fall, dass wir weiter unser Käfer-Pokémon bekommen. So, habe ich jetzt alles eingesammelt an Items? Ich denke schon. Gut. Dann versuchen wir mal noch die Pokémon zu sammeln. Es sind noch zwei, drei Pokémon, die uns fehlen in diesem Wald hier. Jetzt können Pokémon da auftauchen. Das erste ist schon mal da, das ist das Lavalox. So, fangen wir mit dem Superball mal an. Und das mit der diesem Ball nicht sein. Und das bringt mir gerade gar, bringt mir gar nichts mit dem Saufbruder. Weil diese ganzen Bruderattacken, Schlafbruder, Giftbruder. Stachelschwöre. Die fand Pokémon einfach keine Wirkung. Ja. So, dann ist Lamelux unser. Und dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein Pokémon hier. Müsste eigentlich nur noch das Fatalität sein. Aktualisiert, Item im Body verstauen. Die nehme ich mal mit. So, die können wir nämlich wieder verticken. So, jetzt gucke ich gerade mal, was man im Pokédex sagt. Hier bezüglich Pokémon. Also, Primano gibt es noch hier und Fatalité. Okay. Ich muss gerade gucken, ob ich es doch irgendwie finde. Halt, da oben ist irgendwas. Oh, ein Pokémon, das wir noch gar nicht auf der Tür auf der Rechnung hatten, nämlich den Quatermark vom Typ Psycho, glaube ich, wird das sein. Ich hoffe, dass ich es mitgefangen kriege. Warte ich jetzt. Ja, ich möchte die Gebiete gerne alle abgrasen. Wobei ich tatsächlich das in der Naturzone auch noch machen müsste. So, ja, so viel Pokémon wie möglich fangen. Also, also im Idealfall die Pokédex wirklich vervollständigen, wenn ich jetzt alles hier in einem Display mache, weiß ich nicht. So, jedenfalls muss ich dieses Quatermark mal mit einsacken. Dann kommt Schlackdurchbohren da gehabt. Dieser Bären hat keiner Grimasse. Langsam geht der Duft auch runter. Ja, ich habe mir ewig an der Folgen sitze, an den Pokémon fangen sitze, das hatte ich ja schon mal. Wo ich nur relativ, wo ich schon mal, das war 15, glaube ich, war das. Das Stück, als wir aus der Galamine kamen. Aus der Galamine 2. Da habe ich auch schon eine halbe Stunde fast die Folge gehabt. Ja. Weil ich halt so ewig an diesem Pokémon gesessen habe, mit dem Noctowl und dem Smogon. Mogelbaum, die drei, die wollte ich unbedingt haben. Krass, Feld. Das gleiche KP, glaube ich. Und das war ich um 39, ein Ponypot um 34, Legrion Level 36. Gut.
Und da nehme ich das Quartermark mal mit. Das ist übrigens vom Typ Kampf und nicht vom Typ Psycho. Ich weiß gar nicht, glaube ich, die Parallel. Es gibt, glaube ich, noch eine Gegenform, die vom Typ Psycho ist. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Gab es, glaube ich, in Alola mal. So. Ich muss du noch mal vorne raus. So, das fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was. So, da ist wieder irgendein Pokémon. Die Frage ist, was für eins? Okay, eins, was wir schon haben. Das ist tatsächlich viel, das ist nicht geil. Ich habe jetzt eigentlich die Entwicklung gezeigt euch. Weil dann kann ich das nämlich mitnehmen. Oh, warte mal, ich hab das Finde noch. Oh, ich gehe damit. Ich glaube, richtige Tierkarten heißt das Ding. Item. Das sind die Plus-Item dafür. Ich finde das irgendwie cool. Ein bisschen. Dann haben wir weiteres Pokémon, was wir noch nicht auf der Liste haben, nämlich Primarno. Und dann fehlt es, wie gesagt, nur noch dieses eine Pokémon. Und dann müsste ich eigentlich tatsächlich im Wald alles haben. So, Aquavelle jedenfalls auf Primarno. Primarno kann man ja schon von Bettis, letzte Folge. Bettis hat ja eigentlich ein Müsste vom Typ Psycho sein. Bettis gibt es jetzt in der letzten Entwicklungsstufe. Jedenfalls wehrt sich Primarno nicht groß und landet in unserem Pokéball. Aktualisieren. Aber es fehlt wirklich nur noch ein Pokémon hier in diesem Wald. Und das ist halt dieses Fatality. Ich erinnere mich gerade, weil sonst müsste ich eigentlich alles haben. Tunita gibt es hier nicht, nicht an dieser Gen. Und ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Lustig, dass ich das irgendwie so noch zurückgesetzt. Dass das Bämmon da wieder, das Fetzbuch wieder mal aufhört. Scheiße, ich muss versuchen. Ansonsten mache ich erstmal. Ich warte jetzt noch so 4 Minuten. Und wenn ich das dann nicht finde bis dahin, mache ich das aufscreen und zeige euch den Weg und dann in der nächsten Folge. Also nicht in der nächsten Folge, in der nächsten Folge irgendwann mal. Ich denke, so ist aber die übernächste. Aber jetzt erstmal muss ich damit weiterkommen. Damit ich hier jetzt nicht wirklich wieder an dem Empfang sitze. Aber ich will das mal schaffen. Nächste Folge gucken wir uns nämlich dann Fairbelly an. So. Ist das hier Rücken oder was? Ist das hier Rücken? So ewig und selten. Ist das Pokémon? Ist das Pokémon? Oder wie sieht das jetzt aus? Oder ist das doch nicht so diese Generation sehen, oder nicht? So. Ich muss natürlich nachgucken. Weil wenn ich jetzt ewig in 3 Tage suche und danach. Und by the way, tatsächlich gibt es für Quartermark ein Gegenstück. Und zwar Kommandutan. Und das ist von Psycho gibt es ja eine Edition. Ja. So, uns fehlen nur noch. Ach, doch noch ein paar Pokémon. So, und zwar gibt es hier ein Pokémon, was auf durchschnittlich geht. Hier fehlen uns nämlich nur ein paar Pokémon. Tatsächlich Servo Paragoni. Quartermark haben wir. Und Fatality. Also fehlen es jetzt theoretisch noch 3 Pokémon. Paragoni ist vom Typ Geistpflanze. Servo müsste Psycho sein. Und da ist das Fatality, das ich haben wollte. Davon zeige ich euch gleich die Weiterentwicklung. Tatsächlich noch. Das passt perfekt in die Zeit noch rein. Wenn ich es jetzt gefangen kriege. Dann mal will. Es gibt nur 2 Formen dafür.
Und zwar eine Fälschungsform oder Originalform. Das dürfte eigentlich tatsächlich die Originalform sein. Die selten, sehr, sehr selten ist tatsächlich die. Die Originalform ist tatsächlich. Ja, was? Was ist das jetzt? Ach, du hast bestimmt irgendwie Dings gemacht, ne? Gigasauger, Megasauger und sowas. Ich überlege gerade. Geht's mal auf eine Art 3-Attacke oder an das Pokémon, damit ich das gefangen bekomme. Ich will es nicht haben. Ich würde euch gerne diese Folge noch die Entwicklung zeigen. Dann kann ich nämlich auch den Hack da hinten noch weitermachen. Weil ich dann quasi zwei neue Einträge bekomme. So, und dann findet sich dann eigentlich noch das Scherbel in beiden Formen. Und das Paragoni. Oh, ein Lucky Draw. Ich dachte doch gerade eben noch, ich hatte schon lange keinen mehr und jetzt passt es mal endlich. Und zwar mit dem Pokémon, was ich auch gerne mit zeigen wollte. So, da habe ich auch tatsächlich sehr lange überlegt, ob ich das ins Team nehmen soll. Und damit haben wir auch, glaube ich, alle Pokémon, die. Alle empfohlenen Pokémon gefangen. Okay, sehr geil. Ja, ja, ich weiß, was ich selber noch nicht hatte. So, in mein Team, das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Und dafür nehme ich dann auch meinen Decryodon raus. Ich habe bei Fatality sehr lange überlegt, ob ich das mit dem Team nehmen soll. Ich wollte es eigentlich mal ausprobieren, weil ich einfach die Entwicklung sehr cool finde. Und zwar zeige ich die euch jetzt. Ich muss gerade gucken, ob ich das Item irgendwo dabei habe. Moment, ich gucke gerade. Ich habe doch noch irgendwo. Ich habe ja noch irgendwo so einige GP-Bonbons. Das ist. Moment. 5 Glück jetzt. Okay. Sonderbonbon habe ich auch noch 2. Krummwürfel, rissige Kanne. Genau, hier heißt es. Hä? Ist es nicht. Was? Es geht nicht? Okay. Sag mal bloß, das geht nur wirklich bei der anderen Form. Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Sonst muss ich es tatsächlich trainieren. Oder geht das nur bei der einen Form? Sag mal nicht, was ist das? Sag mal, so nicht das geht. Hey, wollte ich euch auch schön fangen. Okay. Die riesige Kanne. Ich habe ja tatsächlich in der Originalform gefangen. Hier gibt es nämlich nur die löchrige Kanne. Die funktioniert damit. So, jetzt muss ich gerade gucken, welches Passback. Die Frage ist, welche Teil. Weil ich habe die riesige Kanne, ich brauche die löchrige Kanne, ne? Lustig. Kostet 3 bis 5.000 bei dem Typen, der sich täglich bringt. Ah, super. Okay, dann halt. Weil die andere Form, die Fälschungsform, ich muss mir eine Originalform gefangen haben, die hat eine Wahrscheinlichkeit zu spawnen von 1%. Na gut. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Gut, jetzt sind wir in Fairbelly angekommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an.
Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid.